Boah, oder soll das ein richtig cooler Streamer werden? Nee, dafür habe ich kein Geld mehr. Deine Streamer-Karriere werde ich nicht unterstützen. Wir stellen dir hier einfach einen Fake-Monitor hin, der nicht angeschlossen ist. Einen wunderschönen, wie geht es euch? Geht es euch gut? Einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten heute in House Flipper. Wir machen heute einen richtig guten Auftrag. Ich freue mich mega. Und zwar werden wir heute mal gucken, was die Kunden von uns verlangen und versuchen, das bestmöglich umzusetzen. Wir werden mal wieder ganz normal gucken. Wir gucken mal nach einem schönen Auftrag, der so ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, dass wir ein schön ranzig, altes, schmutziges Haus finden, was wir komplett umstylen müssen. House Flipper ist ein Simulator, wo du die Häuser entweder neu kaufst, also alt kaufst und neu aufbereitest und verkaufst oder auch per Aufträgen etwas reinigst, etwas neu streichst, etwas neu eingestaltest. Das ist so letztendlich dieser Hintergrund und ja, ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Das ist ein so entspannter Simulator. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich würde heute tatsächlich nur einen kleinen Auftrag machen und ich glaube, wir machen heute ein schönes Badezimmer. Guten Tag! Ich habe heute ein großes Haus gekauft, in dem mir fürchterlich ein zweites Badezimmer abgeht. Schon eine Woche nach dem Einzug bin ich zu dem Schluss gekommen, ich weiß jetzt genau, dass ich es nicht länger mehr ohne aushalte. Neben der Küche gibt es einen Raum, der sich in meiner Ansicht nach ideal für ein Badezimmer eignet. Ich glaube, es sind sogar die notwendigen Anschlüsse vorhanden. Außerdem müssten die Wände vom Schlafzimmer frisch gemalt werden. Das nehmen wir, Eduard. Wir helfen dir, Herr Höcke. Jetzt geht's erstmal mit dem Umzug ran. Also, ich sehe schon, theoretisch könnte man auch einmal ganz kurz den Garten machen. So sind wir ein guter Helfer, dass wir einmal ganz kurz hier Rasen mähen. Wollen wir das einmal tun? Einmal kurz so ein bisschen? Ja, ne? Wir sind heute mal freundlich. Wir handeln heute mal für den Kunden. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen Rasen mähen ganz am Anfang. Das wird hier alles richtig schick gemacht. Also ich würde mich freuen, wenn ich eigentlich nur will, dass man mal mein Haus streicht und dann macht man, ja, dann macht man einmal kurz den Garten mit. Ist das auch erledigt? Sehr gut. Also besser kann es gar nicht laufen. Wenn man jetzt hier nochmal so ein bisschen den letzten Krams weg, dann passt das. Wir sind ein sehr gutes Umzugsunternehmen. Wir helfen, wo wir können. Wir reinigen überall. Und wenn wir was sehen, dann wird das weggemacht. So gehört sich das hier. Nochmal den Feinschliff überall ein bisschen. Ich würde sagen, der Garten ist fertig. Jetzt kann der richtige Auftrag beginnen. Das gehört sich einfach zum Service. Oh, grüne Wände. Ändern Sie die Anordnung der Räume. Zerstöre Wände. Oh, hier. Guck mal, da können wir gleich eine Wand zerstören. Oben seht ihr diese kleine Map, da steht immer ganz genau drin, was wir kaputt machen müssen. Einfach alles abreißen. Das ist hartnäckig heute. Sehr schön. Wir gucken jetzt erstmal weiter. Jetzt machen wir hier erstmal die Wand kaputt. Das ist die nächste Wand, die kommt auch weg. Sehr, sehr schön. Bei uns wird nicht lange gefackelt hier im Umzugsunternehmen. Wie findet ihr die Farbe? Was sagt ihr zur Wandfarbe? Findet ihr die schön? Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Jetzt können wir hier schon mal schließen und jetzt gucken wir uns den eigentlichen Auftrag an. Wollen wir mal gucken, wie der so lebt. Sieht hier aber ganz schön flott aus. Streiche mit den Farben himmlisches Blau. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier auf die Aufträge drauf und jetzt sind wir ja gerade im Schlafzimmer und hier ist das himmlische Blau. Da würde ich sagen, wir nehmen erstmal eine große Schachtelfarbe und wie sich das natürlich gehört für ein super Umzugsunternehmen bzw. Reinigungsservice, lassen wir natürlich die Möbel alle so stehen, wie sie sind und fangen an zu streichen. Ganz entspannt. Oh, die Farbe ist schön. Ach, guck mal hier, wenn wir hier aufs Bett hüpfen, mal kurz. Die sieht richtig, richtig schön aus, finde ich. Auftrag ist fertig. Aber irgendwie, ich glaube, wir müssen hier mal ganz kurz ein bisschen was umändern. Das sieht schon viel schicker aus. Aber wisst ihr, was wir machen? Guck mal, wir machen das da so hin. Oh, guck mal, wie schön das aussehen wird. Oh, guck mal. Ich habe heute Lust, ein bisschen zu eskalieren hier. Wir machen heute, wir sind das Rundum-Service-Paket. Perfekt, lassen wir so. Sieht schön aus. Ist okay. Ich bin damit zufrieden. Weiter geht's. Im Flur wollen die tatsächlich gar nichts haben, also geht's weiter zur nächsten Baustelle. Was haben wir noch für Baustellen? Oh, hier ist ganz schön viel.
So, erstmal Licht an. Das hier soll das Badezimmer werden. Als erstes verkaufen wir den Schmarrn hier. Anordnung ist schon gegeben. Wir haben hier einmal Wandfliesen. Und wir haben nochmal Wandfliesen in Grey. Die Bodenfliesen nehmen wir direkt einmal schon mal mit rein. Hier, wir nehmen diese offene Dusche. Und die montieren wir jetzt. So. Jetzt gehen wir wieder auf die Duschen. Und jetzt nehmen wir so ein Holzglas, so ein Glaswand einfach. Guck mal, das sieht klasse aus. Wir montieren das jetzt. Ab in die Wand rein. Perfekt. Und die auch nochmal. Ab in die Türwand rein. Sehr schön. Jetzt verkaufen wir nochmal das hier, weil wir machen das Badezimmer schwarz. Dann wird das doch ein schwarzes Badezimmer. So, der möchte als nächstes ein Waschbecken haben. Das ist aber sehr steril. Aber dann können wir gleich richtig gut mit den Farben spielen. So, jetzt brauchen wir noch einen schönen Spiegel. Und dann haben wir schon mal das Wichtigste. So sieht es ja bis jetzt aus. Und das will ich jetzt ein bisschen umändern. Handtücher, da nehmen wir jetzt so ein paar. Und rein damit. Die packen wir einmal hier hin, weil wir sind gute Gäste. Können wir das hier einfach so neben machen. Machen wir ein Kräuterset da oben rauf. Das weiß ja kein Gast. Aber selbst... Oh mein Gott, guck mal, wie schön. Oh, Hammer, Hammer. Das sieht schon echt klasse aus. Oh, das ist gut. Das ist so... Oh, das beruhigt mich. Oh, das ist schön. Ich liebe das. Wenn das richtig schön passt, perfekt. Jetzt kommt noch ein Teppich dazu, dann haben wir das Badezimmer fertig. Den machen wir jetzt hier mit hin. Das passt. Ja doch, das finde ich schön so. Das sieht schön aus. Ich rede mir das einfach ein. Das sieht schön aus. Guck mal, das sieht richtig klasse aus. Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Wir haben ein wirklich schönes Badezimmer noch rausgehauen, oder? Wir sind nämlich das beste Umzugsunternehmen und das beste Umzugsunternehmen bringt auch das Beste raus. Und ich finde, wenn du ein Badezimmer richtig stilgerecht einrichten möchtest, dann brauchst du eine Farbe, eine extreme Farbe, wonach du richtest. Und das machst du entweder meistens eher mit Grün, mit Blau kannst du es gut machen oder mit Rosa und Grau. Aber das hier sieht doch echt, wow. Da würde ich mich wohlfühlen. Spreche die Farben mit einem Reisroller Lavendel oder und heller Lavendel. Das heißt, wir gehen wieder auf die Aufgaben rauf. Wir haben hier einmal reizvoller Lavendel und wir haben einmal heller Lavendel. Guck mal, das machen wir dahin und den Schrank machen wir hier irgendwo hin. Das passt schon. Also diese ganzen Kuscheltiere stören mich gerade ein bisschen. Ihr kommt jetzt erstmal hier hin. Oh, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich habe einen richtig guten Plan. Guck mal, wir machen die so. Ha! Man muss nur eine Eingebung haben. Ich sag's euch, wie es ist. Und hier genau das Gleiche. Ich würde gerne mal gucken, ob wir hier jetzt irgendwas haben, was wir da Cooles reinhauen können. Finde ich richtig fresh. Die kommen hier auf jeden Fall mit rein. Haben wir noch eine schöne Computermaus mit rein. Oh, in Pink. Wie cool ist das denn? Guck mal, so einen pinken Laptop. Wir sind schon ein cooler Umzugsunternehmen. Also, wir werden auf jeden Fall ein Minusgeschäft machen, aber das ist okay zum Wohle des Kindes. Jetzt können wir schon mal bei Lichtern gucken. Was haben wir so Schönes an Lichtern, was wir noch mit reinnehmen können? Oh, guck mal, Good Vibes Only. Oh, das wird eine Streamerin später. Die strebt eine Streamer-Karriere später an. Ich sag's euch, wie es ist. Guck mal. Oh, hier. Perfekt. Und dafür können wir das nutzen. Hier. Guck mal. Ja, das sieht so gut aus. Sehr schön. Zimmer ist fertig. Weiter ins nächste Zimmer. Die können wir verkaufen. Und ich glaube, ich würde hier tatsächlich aber auch noch so ein bisschen was hinmachen. Auf jeden Fall würde ich gerne die Wände ein bisschen umstreichen. Ich will noch mal ganz kurz ein paar Pflanzen holen. Aber nicht viel. Nur ein paar. Ich will nochmal für den Boden will ich nochmal eine Pflanze holen. Ich glaube, wir müssen nicht Pflanzen, sondern Pflanze eingeben. Sehr gut. Sehr schön.
Oh, die sieht aber schon eingegangen aus. Egal. Was weg muss, ist weg. Sehr schön. Wir gehen hier praktisch rein. Dann gehen wir hier rein. Und dann kommen wir hier in so ein richtig, richtig schönes Wohnzimmer, was richtig toll aussieht. Dann kommen wir hier ins Badezimmer, was mega, mega schön geworden ist, was mich richtig freut. Dann gehen wir hier rein und dann gehen wir ins Kinderzimmer, was auch echt schön aussieht. Also wirklich. Da habe ich mich selbst übertroffen. Ich sage euch, wie das ist. Reiche die Farben in ein schläfriges Blau. Das heißt, jetzt dippen wir hier ein bisschen Farbe rein und jetzt machen wir hier einmal schick. Das ein bisschen neu machen. Ich kann das nicht so lassen. Ich bin ein Umzugsunternehmen und wenn ich sehe, dass das Chakra nicht richtig im Zimmer verteilt ist, dann muss das geändert werden. Und das ist einfach so, wie es ist. Nee, doch, doch, oh, doch, doch, das passt. Warum haben wir das nicht eben gerade so gemacht? Ich habe eine Eingebung gekriegt. Okay, es passt doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Verdammt. Wir machen das jetzt, ah, guck mal, wir machen das perfekt so. Das Erste, was wir sehen, wenn wir aufstehen morgens, ist der Schrank. Ich glaube, guck mal, so ist es von der Anordnung her ein bisschen besser als vorher. So sieht es ein bisschen freundlicher offen aus. Das heißt, wir machen jetzt hier nicht mehr viel. Wir holen jetzt noch einen kleinen schönen Teppich. Jetzt kommt noch ein Buch. Ja, Gartenbuch für Anfänger, da sehe ich mich. Und weil das so toll war, will er seinen Kumpels auch noch was schenken davon. Boah, oder soll das ein richtig cooler Streamer werden? Nee, dafür habe ich kein Geld mehr. Deine Streamer-Karriere werde ich nicht unterstützen. Wir stellen dir hier einfach einen Fake-Monitor hin, der nicht angeschlossen ist. Sehr schön. Nummer 1 haben wir und jetzt kommen wir zu Nummer 2. Montieren. Ich finde, das ist nicht zu viel, das ist auch nicht zu wenig. Das ist sehr schlicht diesmal gehalten, auf jeden Fall. Super. Das Zimmer haben wir auch fertig. Ich sage, wir sind der beste Umzugsservice überhaupt. Wir haben auf jeden Fall das schöne Badezimmer, was mega schick aussieht. Dann haben wir ja den ganzen Flur nochmal schick gemacht. Dann haben wir ja nochmal, genau jetzt hier, das Gamingzimmer in dem für den Jungen fertig gemacht. Finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Ich muss mich ja selber mal loben, ne? Dann waren wir hier drin und haben das hier auch nochmal so ein bisschen schick gemacht. Sieht auch viel entspannter aus. Bilder machen auch, finde ich, so viel her. Dann haben wir noch das Kinderzimmer für das Mädchen fertig gemacht, was auch richtig schön bewohnbar jetzt aussieht. Jetzt geht es eigentlich nur noch einmal, dass wir hier mal kurz reingucken, ob die hier noch was haben wollen von uns. Weil das würde ich sonst so lassen, weil dann ist ja auch gut, ne? Das sieht aber an sich, oh, das sieht aber sehr trist hier aus. Wir gucken noch mal ganz kurz in die Aufgaben rein. Hier ist überall ein Haken, wir haben alles fertig. Das heißt, wir können den Auftrag abgeben, ich bin zufrieden. Ich weiß, die haben sich hier nicht so viel Mühe sonst gegeben mit der Ausstattung. Die wollten aber nicht mehr und mehr machen wir auch nicht. Wir haben es geschafft. Es sieht wunderschön aus. Es ist mal was Neues. Wir haben eine richtig schöne Farbe gemacht. Wir sind einfach die Besten von den Besten. Also, es ist soweit und wir geben den Auftrag ab. Das aber, wir kriegen voll wenig. Ich glaube, wir haben voll den Verlust gemacht. Wir haben es geschafft. Wie war das für euch? Hat es euch gefallen? Würdet ihr mich einstellen? Würdet ihr mit mir zusammen die Wohnung neu gestalten? Das war es auf jeden Fall mit Hausflipper. Ich bedanke mich, dass ihr hier wart. Und dass wir zusammen ordentlich mal hier die Sache so ein bisschen auf den Kopf gestellt haben. Und ich bedanke mich fürs Einschalten.